Partialdoc. Bisher haben wir vom Tauchgerät gesprochen und vorausgesetzt, dass die Pressluftflaschen tatsächlich Luft enthalten. Auch wenn das zu Beginn deiner Tauchlaufbahn gewöhnlich der Fall ist, trifft es nicht immer zu, dass dein Tank nur mit gewöhnlicher Luft gefüllt ist. Was aber ist dieses allgegenwärtig köstliche Element, das die Grundlage unserer Existenz bildet? Was wir gemeinhin als Luft bezeichnen, ist kein einzelnes Element, sondern eine Mischung verschiedener Gase. Sauerstoff, Stickstoff sowie Spuren anderer Gase. In trockener Luft ohne Wasserdampf liegen diese Gase in unterschiedlichen Prozentsätzen vor. Circa 21% sind Sauerstoff, ungefähr 78% Stickstoff. Und das restliche 1% besteht aus anderen Gasen. Stickstoff und die anderen spielen im Stoffwechsel unseres Körpers keine aktive Rolle und werden daher als inerte, träge, inaktive Gase bezeichnet. Um den Einfluss der Gase auf unsere Körper einschätzen zu können, müssen wir neben dem prozentualen Gasanteil auch die zum Druck proportionalen Effekte der eingeatmeten Gase aus deren Gasteil bzw. Gaspartialdruck berücksichtigen. Das ist jener Druck, den ein Gas beim alleinigen Ausfüllen desselben gesamten Volumens einzeln ausüben würde. Die Berechnung des Partialdrucks ist sehr einfach. Der prozentuale Anteil des absoluten Drucks eines Gases ist seinem Gasanteil gleich. Die Luft enthält 21% Sauerstoff. Bei einem absoluten Druck von einer Atmosphäre beträgt der Partialdruck des Sauerstoffs demzufolge 21% von einem Ata, also 0,21 Ata. Beim Tauchen unter Wasser steigt der absolute Druck. Bei einer Tiefe von 10 Metern entspricht der absolute Druck 2 Ata. Daher beträgt der Partialdruck von Sauerstoff 21% von 2 Ata und liegt somit bei 0,42 Ata.